Review-Zeit, Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zurück bei Dark Schnegge Reviews zu einer weiteren Transformers Legacy Figuren-Review. Heute kommt der gute Dragstrip zu euch. Ja, den kannte ich vorher auch noch nicht, aber es ist auch wieder ein Decepticon, den wir uns heute angucken werden in der Deluxe Class. Er kommt wieder in der typischen Transformers Legacy Verpackung mit diesem schönen Cutout, also da könnt ihr direkt schon reingucken, na, wie der gute Dragstrip aussieht. Ja, er kann sich wahrscheinlich hier in einer Art, ich sag jetzt mal, Formel 1 oder Rennfahrzeug verwandeln. Übrigens sehr klassisch, vorne sogar noch mit Doppelbereifung. Das gab es, glaube ich, mal in den 60er, 70er Jahren irgendwie als Prototyp. Also sehr interessant. Auf der Seite seht ihr Dragstrip hier natürlich mal schön im Bot-Modus. Gefällt mir. Auch das ist wieder so schön irgendwie G1-Design, finde ich. Also zumindest relativ klassisch. Schönes Artwork, sehr, sehr gut gemacht. Auf der anderen Seite haben wir auch hier nochmal schön das Transformers Legacy-Komplettbild der Decepticons. Ne? Und auch da dürfte euch Dragstrip hier nämlich schon entgegengucken. Ne? Das ist auch sehr cool gemacht. Auf der Rückseite können wir dank Hasbro an dieser Stelle, Dankeschön an Hasbro für Dragstrip, einen Gesamteinblick erhaschen, wie die Figur selbst aussieht. Na, also auf jeden Fall sehr interessant hier im Bot-Modus und auch im Fahrzeugmodus. Und auch Dragstrip lässt sich hier in 17 Schritten transformieren. Wie das funktioniert und wie er aussieht, das gucken wir uns jetzt gemeinsam an. Ich packe ihn aus. Da ist er ausgepackt, Dragstrip, ich muss sagen, gefällt mir, gerade weil er so schön in Gelb ist. Aber Gelb ist hier wirklich auf jeden Fall die Hauptfarbe, alles andere ist dann halt nur noch so ein bisschen Rot. Und ich glaube so ein bisschen, ja, Beige oder sowas, ein bräunlicher Ton, das war es dann auch schon. Wirklich sehr cool, er kommt hier mit zwei Blastern in der Hand, ne? Also er ist wahrscheinlich hier richtig gut mit Blastern unterwegs. Haben sie gut gemacht auf jeden Fall, das gefällt mir. Und wie gesagt, der Headsculpt, also der Kopf ist auch wieder richtig schön. So ein bisschen klassisch Transformer, das gefällt mir sehr, sehr gut. Ne? Also eine schöne kleine Figur. Vor allem schön, dass ich auch mal Transformer immer mehr kennenlerne, die ich gar nicht so kannte oder auf dem Schirm hatte. Also so langsam kommen wirklich gute Transformer-Figuren dazu und ich lerne ganz viele neue Charaktere kennen, die ich auch persönlich wirklich sehr cool finde. Also Dragstrip hier, ja, der hat auf jeden Fall was. Wir sehen schon, ne, wie gesagt, der Headsculpt ist ganz cool gemacht, so in Schwarz und Rot. Auch er hat so ein rotes Visier und dann natürlich die, ich sag jetzt mal silberne Gesichtsplatte. Das ist sehr nice. Wir sehen hier in der Mitte ist alles offen, ne, weil das ja so eine Art Rennfahrzeug ist. In der Mitte sehen wir wahrscheinlich schon so einen kleinen Blick auf den Motor. Das finde ich auch sehr interessant. Und die Frage, die sich jetzt stellt, wo ist das Decepticon-Logo? Naja, das wird sich hier wohl zusammenbauen gleich. Ne? Ihr seht nämlich hier oben drauf auf den, ich sag jetzt mal Schulterklappen, da ist das Decepticon-Logo nämlich aufgeteilt. Das ist auch sehr cool. Ja, er hat hier mehrere Räder halt, ne? Das werden wir dann gleich noch alles schön sehen. Auf der Rückseite, da kommt uns ein bisschen eine kleine Schraubenseuche entgegen. Na, man sollte ihn nicht unbedingt von der Rückseite begutachten, also ist okay. Hier unten weiter wieder diese schöne Silberapplikation, auch das wahrscheinlich Teil des Motors. Wie gesagt, da bin ich gleich sehr gespannt drauf, ne? Was uns hier erwartet. Ja, und ansonsten kommt er hier wirklich in diesem schönen Gelbton daher. Ach so, ja, die Blaster, ne? Die Blaster hier. Auch in Schwarz und Lila gehalten. Lila steht ja generell eher so für Decepticon, denke ich mal. Ne? Das passt soweit auch. Beides die gleichen. Sehr interessant. Was meint ihr? Hattet ihr ihn vorher schon gekannt? Ich denke mal, dass auf meinem Kanal zumindest ganz, ganz viele Leute sehr, sehr viel über Transformers auch lernen von den verschiedenen Charakteren her. Daher ist der gute Dragstrip hier wahrscheinlich auch Neuland für die meisten von euch. Ich würde sagen, lasst uns ein Rennauto bauen. Lasst ihn uns transformieren. Wie immer müssen wir natürlich erstmal die Waffen abnehmen. Na, die kommen weg. Ich denke mal, die können wir auch später dann noch im Fahrzeugmodus halt ranpacken. Und dann geht es los, dass wir hier die Arme halt erstmal in Position bringen. Na, ich habe die Anleitung übrigens jedes Mal direkt vor mir liegen, also wundert euch nicht. Wir müssen das Ganze hier, glaube ich, einmal umschwenken. Ich glaube, in die Position. So sieht es zumindest aus, ne, dass wir hier vorne diese Parts zu sehen haben. Dann kommen die Reifen von den Schultern hier. Die könnt ihr nämlich runterklappen. Schaut mal. Ganz simpel. Und das klackt auch schön rein. Klack, klack. Das funktioniert. Und dann können wir diesen vorderen Part von Dragstrip öffnen, runterbringen. Aber wirklich sehr weit runter. Oh, da sind die Gelenke auch relativ fest. Das finde ich gut. Und dann müssen wir den Kopf verschwinden lassen. Das heißt, hier innen drin wird der Kopf reingedrückt. Ja, drin ist er.
Und als nächstes schwenken wir oben diese Schulterplatten, wo ich ja gesagt habe, da ist das Decepticon-Zeichen drauf. Die drehen wir jetzt einmal hier gerade. Einmal so und einmal so. Bisher würde ich sagen, das funktioniert doch ganz gut, oder? Dann können wir das Ganze hier lösen. Das heißt, wir müssen es so ein bisschen auseinanderbringen. Ihr seht das ja. Na, da muss ich mal gucken, dass ich auch die Arme so ein bisschen mitlöse. Das steht zumindest so unter Anleitung. Na, dass wir das Ganze ungefähr in dieser Position haben. Und dann alles nach oben schieben. Also hier ist so ein richtig, so ein kleines großes Gelenk. Und seht ihr das hier? Das kommt nach oben. Das kommt nach oben. Und dann mit diesem riesigen Zapfen hier wird das Ganze dann halt verbunden. Genauso wie hier vorne, da wo das Decepticon-Logo jetzt zum Vorschein kommt. Das sieht schon mal sehr gut aus. Dann kommen die Arme. Die müssen wahrscheinlich hier auch relativ ran. Aber das Problem ist noch, ich sehe gerade, was passiert hier mit den Händen? Also ich glaube, doch, die verschwinden hier hinter diesem Motorblock. Seht ihr das? Dahinter, einfach so rein. Aber da müsst ihr alles ein bisschen reindrücken. Ah, oh mein Gott, ich dachte, ich hätte ihn kaputt gemacht. Aber das ist wohl wahrscheinlich die mit festeste Verbindung, die ich in letzter Zeit in einer Transformers-Review hatte. Okay, oh mein Gott, der Schockmoment ist da. Jetzt klappen wir diesen Innenpart, so wie ich das hier sehe, nach oben. Aber das kann gar nicht funktionieren. Wartet mal, es muss, glaube ich, gelöst werden. Ne? Genau, hier ist nämlich auch noch so ein kleines Gelenk drin. Seht ihr das? Oh, das ist schwer. Hier, das muss nach oben geklappt werden. Und dann können wir das Ganze nach vorne bringen. Ich habe mich echt gerade erschrocken, Leute, aber richtig. So, zeig her, das passt, das ist gut. Ich hoffe, das ist gut. Na, nicht, dass ich jetzt hier was falsch gemacht habe, obwohl ich glaube, ich habe was falsch gemacht. Ich habe was falsch gemacht. Nein, es würde passen, aber passt auf, wir müssen es drehen. Wir können es, glaube ich, drehen, das ganze Ding. Schaut mal so rum. Ah, jetzt macht das auch Sinn. Also Fehler in den Reviews, das finde ich aber auch immer mal ganz gut, weil Learning by Doing. Und dann wird es runtergeklappt, weil jetzt seht ihr auch, jetzt kommt hier so eine Spitze zum Vorschein. Das sieht wirklich gut aus. Okay, okay. Weiter geht's im Text. Als nächstes werden wir hier wahrscheinlich erstmal alles einmal umdrehen. Na, laut Anleitung einmal so rum. Und dann kümmern wir uns hier tatsächlich um die Beine. Jetzt muss ich mal gucken. Hier unten sind nämlich Klappen drin und diese Klappen, die werden hier wahrscheinlich gleich ausgelöst. Aber als erstes kommen die Dinger hier irgendwie weg. Da muss ich jetzt mal schauen, wie das hier gedacht ist. Ich glaube, wir müssen sie eindrehen und dann wegdrehen. Also reindrehen, wegdrehen. Dann haben wir hier Klappen. Die werden geöffnet. Beidseitig. So. Okay. Und was kommt dann? Und dann, jetzt muss ich gucken, jetzt bin ich verwirrt. Jetzt werden wir wahrscheinlich hier alles zusammenbringen. Ah, ja, ja, okay. Ihr seht schon auch hier natürlich, ne, das ist auch irgendwie Transformers typisch. Das Bein könnt ihr in einem Gelenk dann halt bewegen. Und das kommt hier rein. Hier auch nochmal. Bewegen. Komm her. Rein. Okay, wir müssen es aber wahrscheinlich hier oben dann einfach nur, genau, einfach nur zusammenstecken. Denn ihr seht hier, da sind auch wieder die Zapfen. Das wird jetzt hier noch zusammengesteckt. Klack. Und ich glaube, wenn wir das schließen, sind wir fertig. Dragstrip, sein Fahrzeugmodus. Ja, das erinnert mich wirklich stark an ein sehr, sehr altes Rennfahrzeug, Formel 1, Formel 2. Es gab damals tatsächlich mal eins. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, gerade die Jüngeren unter euch wahrscheinlich nicht. Aber ich meine, es war auch sogar nur ein Prototyp. Der hatte hier vorne wirklich zwei Reifen. Der ist auch einmal auf einer Strecke mitgefahren, aber nicht im Rennen selbst, glaube ich. Aber das ist auf jeden Fall sehr interessant. Schaut mal. Na, und ich glaube, wir können jetzt hier sogar noch die Waffen dann raufbauen. Und zwar hier, ne? Diese Löcher, die fallen, glaube ich, jedem auf. Da können wir dann halt auch die Waffen anbringen. Am besten so, vielleicht gucken, dass hier die Hohlkörper von den Waffen auf der Innenseite sind. Obwohl, nee, das ist gar nicht. Die haben beidseitig Hohlkörper. Okay, also so rein. Dann ist Dragstrip so gesehen fertig. Und ja, schöne Transformation. Also die war nun wirklich leicht, auch wenn ich mich gerade ein bisschen erschrocken habe. Der Kopf ist recht interessant, weil der Kopf ist von innen hohl. Man könnte meinen, das ist jetzt so der kleine Rennsitz, wo man sich reinsetzen kann, oder?
Ich mag tatsächlich hier wieder diese Silberapplikation. Das ist sehr schön gemacht, auch hier auf der Rückseite das. Na, also das sticht immer wieder sehr, sehr hervor. Und wie gesagt, dieser Gelbton zusammen mit diesen roten Streifen, das hat was. Er ist relativ schlicht, kann aber auch relativ gut fahren mit seinen kleinen Rollen hier. Und vorne das Decepticon-Logo, ich denke mal, das ist auch alles mehr als okay. Na, man kann jetzt hier nicht zwingend irgendwie einen Robotermodus drunter erkennen. Also das passt schon. Und seht mal, die ganzen Schrauben, die ich gerade noch gesehen habe, sind auch hier alle unten. Also auch da wurde gut mitgedacht. Der gute Dragstrip. Cooles Teil, oder? Und das war's. Das war Dragstrip aus Transformers Legacy. Ich muss sagen, der macht mir Spaß. Ich habe keinerlei Schwierigkeiten mit dieser Figur, was auch die Gelenke anbelangt. Ihr habt es ja nur mitgekriegt. Die sind wirklich sehr fest. Hier ist nichts locker. Das ist wieder eine richtig schöne kleine Transformers-Figur, die auch gerade, ich denke mal, im Bereich der Anfänger wirklich ja gut ist. Ne? Das kriegt ihr locker hin. Das macht auch wirklich Spaß. Ne? Und ihr müsst auch nicht so viel Angst haben, wenn ihr die transformiert, wenn es mal ein bisschen Knatsch ist. Das ist alles dafür vorgesehen. Das funktioniert schon irgendwie. Also ich habe bisher, so lange wie ich jetzt, es ist noch nicht sehr lange, aber Transformers gezeigt habe, ich habe noch keinen geschrottet. Also alles gut. Das ist alles vorgesehen. Ich finde den cool. Wie gesagt, schreibt eure Meinung und Kommentare gerne mal unten rein. Na, also der hier, der ist wirklich eine nette kleine Figur für Einsteiger. Und ich denke mal auch ihr Fans, ihr werdet damit wirklich zufrieden sein. Schöner kleiner Kerl. Schöner Decepticon. Das soll's gewesen sein. Schreibt mir gerne wie immer natürlich eure Meinungen und Kommentare unten rein. Däumchen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Und ich würde sagen, wir sehen uns, wenn ihr möchtet, in der nächsten Transformers Review hier auf Dark Schnegger Reviews. Macht's gut, bis denne dann und reingehauen. Der gute Dragstrip. Cooles kleines Teil.